Ja, also wenn zwei als Liebespaar miteinander auf der Bühne stehen und eigentlich nur eine Devise gilt, mindestens am Anfang, dein ist mein ganzes Herz, nimmt es uns natürlich Wunder, was haben die zwei für ein Verhältnis zueinander? Julia und der Piotr. Und darum machen wir jetzt miteinander ein Harmoniespiel. Der Paddel ist so etwas wie der Fächer vom Land des Lächelns. Und ich möchte natürlich jetzt wissen, wie Sie einander einschätzen. Darf ich gerade starten mit der ersten Frage? Aber sehr gerne. Ja. Wer von euch beiden ist eigentlich pünktlicher? Mhm. Nicht ganz genau das Gleiche. Wer, das möchte ich doch jetzt. Es kaschiert sich. Ich bin oft sehr früh, deswegen passt. Moment, es stimmt. Eigentlich bin ich, das war heute die Ausnahme, eigentlich bin ich unpünktlicher. Mhm. Gibt das dann Probleme miteinander? Nein. Um Gottes Willen. Aber dann kommen wir gerade zur nächsten Frage. Wer ist romantischer? Stimmt, 100% richtig. Wer hat größeres Lampenfieber denn? Einfach. Gibt es hinter der Bühne Rituale, um das Lampenfieber zu brechen? Jeder für sich oder? Oder ihr untereinander? Also der Piotr ist ein sehr fürsorglicher Kollege. Mhm. Der bringt mir zum Beispiel hinterher immer ein Bier in die Garderobe. Machst du das dieses Jahr auch? Sehr gerne. Mhm. Und wenn du Champagner willst. Und vorher bringt er Croissants. Manchmal. Man muss sich stärken. Und das dann hebt das Lampenfieber schon. Und die Brosamen sind dann kein Problem zum Singen? Ja, das muss man mit dem Bier runter. Ach gut. Wer tat es besser von euch? Oh. Auch wieder? Übereinstimmung. Wer ist denn eigentlich eitler? Boah. Das ist eine Frage. Und wer ist humorvoller? Ach so. Na gut. Ihr seid ja ein Liebespaar, mindestens anfänglich. Es kippt dann irgendwann mal. Und da möchte ich natürlich wissen, wer küsst denn eigentlich besser von euch? Das weiß ich nicht. Was? Naja, also auf der Bühne bist du die aktive Küsserin. Ja, bin ich die Küsserin. Ja, mhm. Dann muss ich einfach sagen so, ne? Mhm. Ist das nicht mal ein Problem, einen fremden Mann, also in Anführungs- und Schlusszeichen, öffentlich zu küssen? Nein. Also ich glaube, dass das Teil... Ich meine, ich habe noch nie ganz fürchterliche Kollegen gehabt, die irgendwie mir so unsympathisch sind, dass das irgendwie... Und man lernt sich kennen und dann ist es Teil der Arbeit. Ja. Und ich meine, Filmschauspieler müssen ja noch viel weiter gehen, behaupte ich jetzt mal, in dem, wie sie 70 Mal wiederholen das Ganze, ne? Und das auch, ja. Und wir können das ja... Wir machen das auf eine künstlerische Weise noch dazu. Wer von euch ist komplizierter? Interessant, wie man sich einschätzt gegenseitig. Wir verlieren Schadre. Gibt es denn bei den Proben auch Meinungsverschiedenheiten in Sachen Kompliziertheit? Nein. Eigentlich, man kann alles ausdiskutieren. Also wirklich, auch wenn man verschiedenste Szenen auch anders betrachtet, wir reden einfach drüber. Ja. Mit dem Regisseur, zwischen uns und so, mit zwischen Kollegen. Es gibt immer Gespräche. Proben sind auch immer ein bisschen anstrengend. Wer hat eigentlich von euch beiden mehr Geduld? Ich gucke nicht, was du gemacht hast. Ich habe nicht geguckt. wer hat mehr Geduld? Mehr spontan sein, weißt du, sofort den Fächer. Zack. Ich weiß es nicht. Ja. Vorhin bei Piotr warst du und da scheint Übereinstimmung zu herrschen. Wer redet mehr? Auch wieder hundertprozentige Übereinstimmung. Wer ist denn eigentlich von euch ehrgeiziger? Doch. Echt? Na sicher. Komme ich dir so vor? Das ist ein gesunder Ehrgeiz. Ja, und du bist nicht ehrgeizig? Doch. Aber nur ein wenig.
Okay. Wer ist sensibler? Oh ja, das ist auch klar. Und wer hat das Gefühl, ist attraktiver? Wer hält sich selbst für attraktiver? Das lasse ich einfach stehen. Was? Ich? Ja, ich? Vielleicht? Also als Frau. Ja, ist ja keine Frage überhaupt. Klar. Keinen Zweifel. Ja. Wer von euch ist fleißiger? Und wir verlieren Haus. Jetzt kommen wir zu einem Punkt der Wahrheit. Wer ist häufiger am Handy? Oh. Mhm. Da scheint Klarheit zu herrschen. Ja, ja. Wahrscheinlich. Aber nichts überwiegend. Also ich kenne Kolleginnen, die das Handy überhaupt nicht aus der Hand geben. Auch auf der Bühne. Auch auf der Bühne manchmal. Mhm. Einmal habe eine Kollegin wirklich die halbe Vorstellung mit jemandem, also Handy im Dekolleté, und ein anderer war angerufen worden. Oh Gott. Und hat es live verfolgt, was da. Nein, ich glaube, wir sind beide nicht so fürchterlich viel am Handy, oder? Also das war wirklich, das also normal. Man kann ein schönes, modernes Wort krass benutzen. Also eine krassere Situation habe ich noch nie erlebt wie am Handy. Wer steht denn eigentlich lieber im Mittelpunkt von euch beiden? Jetzt muss ich nachdenken, ohne zu schauen. Schön. Also ihr kennt euch wirklich gut. Wir werden diese Sängerfreundschaft jetzt dann bald erleben. Das ist eine Liebesgeschichte mit tragischem Ausgang in dem Sinne. Und ich danke, dass ihr mitgemacht habt bei diesem Spiel. Danke. War sehr, sehr, sehr lustig. War sehr lustig. Ne?